So, liebe Leute, herzlich willkommen zurück zu Let's Play FIFA 23. Wir machen heute weiter mit dem nächsten Spiel. Spieltag Nummer 32 steht heute im Haus und das ist der Gegner, der FC Barcelona. 17 Punkte Vorsprung sind es nur noch, nachdem wir zwei Spiele zur Folge nicht gewonnen haben, eine Niederlage, ein Unentschieden rausgeholt haben und damit 5 Punkte eingebüßt haben. Sonst wäre der Abstand deutlicher gewesen. Wir wären schon Meister gewesen, aber wenn wir jetzt, glaube ich, gewinnen, 32, dann hätten wir 20 Punkte Vorsprung bei 6 ausstehenden Spielen und müsste aber Real gleichzeitig verlieren. Ja, also Real und Barcelona müssten heute verlieren, damit wir heute dem entscheidenden Spiel Meister in Barcelona Meister werden. Ansonsten machen wir es morgen in der nächsten Partie. Ich habe jetzt mal durchgezählt, es sind jetzt noch 11 Spiele. Vor allem, also 10 auf alle Fälle. Ne, warte mal. 10, 11. Ich muss jetzt gerade noch mal gucken. Ich weiß gar nicht, aber Champions League sind die Champions League Partien schon drin? Weil wir stehen ja im Halbfinale. Es müssten eigentlich, wenn wir wirklich weiterkommen, maximal 11 Spiele sein. Ich hatte mal kurz. Ich muss was gerade dazu nachgucken. Bevor wir jetzt irgendwie heute. Ja, es sind tatsächlich alle Spiele drin. Ja, es sind noch 11 Spiele. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Wobei sind wir ja mal gerade die dritte englische Mannschaft hintereinander. Wir haben in der Gruppe United gehabt, okay. Wir haben City ausgeschaltet, wir haben Chelsea ausgeschaltet, jetzt haben wir United als nächsten Gegner. Also wären wir jetzt mit der dritten englischen Mannschaft hintereinander weg. Guck mal, was habe ich gesagt? 1, 2, 3, 4, 5, 6 Spiele alleine jetzt noch. 10 und wenn wir dann in Champions League Finale einziehen, sind es 11 Spiele noch. Ja, die letzten 11 Spiele von FIFA 23 überhaupt, weil wir danach nichts mehr machen. Zumindest nicht in der Karriere. Ich weiß nicht, ich überlege noch, ob ich die Frauen-WM-Fußball-WM noch spiele. Dann hätten wir noch ein paar Spiele. Also wie gesagt, es wird nicht mehr allzu lange kommen, weil es kommt am 29. September, kommt ja das EA Sports FC 24, wie auch immer, raus. Das werden wir dann erst anspielen, aber erst ab dem 29.09. Also es wird eine Weile Pause sein, Minimum, ich glaube, 3 bis 4 Wochen. Ist halt so, mehr geht nicht, weil eine neue Karriere werde ich jetzt nicht für die paar Spiele starten. Deswegen seht es mir also jetzt nochmal nach, dass wir danach erstmal eine kleine Pause machen, dass vielleicht erstmal umgesetzt bleibt. Ist halt einfach so. Vielleicht finde ich noch, ja, ich weiß es nicht, eher wahrscheinlich nicht. Also wie gesagt, 11 Spiele haben wir noch, eventuell mit den Frauenfußball-WM haben wir noch ein paar Spiele mehr, aber jetzt erstmal reingehen ins Spiel gegen Barcelona. Also wir haben jetzt mehrere Brecher als Gegner. Wie gesagt, wir haben jetzt hintereinander weg, Real, Barcelona, zweimal Real, United und nochmal Real. Freuen Sie sich auf Barcelona gegen Athletic Bilbao. Liebe Fußballfans, willkommen hier zu diesem Spiel. Ich bin Wolf Fuß, zusammen mit Frank Buschmann darf ich Sie durch dieses Spiel begleiten. Und bei uns geht es heute um ein Spiel aus der La Liga Santander. FC Barcelona gegen Athletic Bilbao. Das könnte ein Highlight werden, Wolf. Alles drin, alles dabei. Super, dass wir uns hierfür entschieden haben. So, überspringen wir es. Wie gesagt, heute den Sieg und die gleiche Niederlage von Real und wir sind heute Meister. Kommen wir zur heutigen Aufstellung des FC Barcelona. Martin dreht das Degen im Tor. Frenkie de Jong steht gemeinsam mit Franck Kessié im Zentrum und ihr einziger Angreifer ist Rob. Ah, Moment, jetzt knallt's. Und klar, und schon frühe Führung von Barcelona. Und wieder ein Gegentor. Wir kriegen es nicht mehr hin zu 0-4. Wir konnten Barcelona nicht stoppen. Ach Mann. Wir schauen auf das Tor. Erst kommt dieser tolle Steilpass von Frenkie de Jong. Und dann trifft Robert Lewandowski. Da ist er aus kurzer Entfernung zur Spiel. Viertes Saisontor. Ja. Also wie gesagt, wieder ein Schock. Wir sind zwei Spiele in Folge, haben wir kein Ligaspiel gewonnen. Er lässt sich da nicht aufhalten. Muniain.
Oh. Das war richtig knapp. Schade. Muniain mit der ersten Bilbao-Chance. Wenn sie so weitermachen, geht noch. Gutes frühes Stören. Muniain. Ist das der Ausgleich? Muniain! Deswegen haben wir mit Glück dabei. Ja, wir versuchen jetzt ein bisschen reinzukommen in diese Partie. Ja, das ist jetzt ein bisschen zu. Svelja und der Ball ist erstmal weg. Ansu Fati. Geht einfach vorbei. Also wenn wir heute verlieren, würde ich fast sagen, wir sind in der Krise. Zumindest was die Ligapartie betrifft. Williams. Klasse Zuspiel. Das ist zu kurz. Glück gehabt, dass der das Ding hin hat. Den Schuss kann er blocken. Gut aufgepasst. Stark dazwischen gegangen. Nicht zum ersten Mal heute. Lewandowski. Er ist frei, da kann was draus werden. Dembele, Usman Dembele. Nach wie vor lebt diese Chance. Mit etwas weniger Power geht der rein. Sah mir ganz genauso aus, Wolf. Er versucht es mit ganz viel Kraft, aber. Wir müssen heute, jetzt müssen wir uns ein bisschen besser in die Partie reinbeißen jetzt. Erster Ball. Gewinnt dieses Duell. Wir kommen aber nicht rein. Weil der Stegen jetzt mehrere Dinger gut gehalten hat. Inyaki, Inyaki! Ausgleich! Ausgleich in der 30. Spielminute. Zumindest mal das. Wie gesagt, wir müssen uns reinbeißen. In diese Partie. Wir schocken jetzt mal, es kommt nur. Es ist leiser. Erst zieht er an seinem Mann vorbei. Da ist er einfach gedankenschneller als die Verteidigung. Ja, in der Tat. Viel zu schnell. Und im Abschluss auch noch effizient. 1-1, wieder unentschieden. Der Spielverlauf ist völlig offen. Und jetzt Lewandowski. Frenkie de Jong. Mal ist es mal für uns. Wie gesagt, heute müssen wir gewinnen. Und hoffe, dass. Na, warum spielst du denn so mal? So ein Ball. Und da ist dann am Ende niemand da. Die Flanke. Hab dich. Williams. Gut durchgesetzt. Wieder Libre. Ah, Ticken zu lang gewartet. Ticken früher der Ball, der Querleger. Dann sieht das wieder eine ganz andere, sieht das wieder ganz anders aus. Sieht nicht ungefährlich aus. Jetzt vielleicht der Konter. Klasse Pass jetzt. Die Szene. Oh, der war mit Dusel, dass der noch erwischt, dass er den mit der Fußspitze noch erwischt hat. Wieder Libre. Williams. Ja, leider nicht. Geht gut dazwischen, weg ist der Ball. Die Nachspielzeit wird da angezeigt, eine Minute gibt es noch oben drauf. Fatih. Da sehen wir, wie dribbelstark er ist. Gut abgeblockt, so Ecke. Wird nichts aus der Flanke. Bei dieser Ecke hoffen die Fans... Ja, zwei, dreimal jetzt gut dazwischen gegangen, aber wie gesagt, der Ball von Goro Isabel, diese Grätsche, die war gekommen. Ganz, ganz wichtig. Pause, 1-1. Momentan nichts passiert. Einzig, dass wir in Barcelona ein bisschen auf Distanz behalten haben. So, Real spielt nicht zeitgleich. Damit müssen wir erstmal, ja, wir müssen eh erstmal auf uns gucken. In diese Begegnung zu Beginn dieses zweiten Durchgangs alles offen, es steht unentschieden.
Schön vorbeigekommen. Villa Libre, Villa Libre. Spiel gedreht. Jetzt muss Real, Stand jetzt, Real gleichzeitig verlieren, um den Meistertitel klar zu machen. Da Real und Barcelona punktgleich sind. Atletico ist mir scheißegal, wenn die verlieren, jedenfalls auf 63 kommen. Wir sehen, wie er die Gegner reihenweise stehen lässt. Und dann gibt es da nichts yes. mehr zu halten. Ein unglaublich wuchtiger Ball, ein Hammer. Drin ist er. 2-1, hier ist noch alles drin. Erstmal. Scheiße. Pedri. Barcelona verliert. So, jetzt müsste gerade mal in die Nummer reinkommen. Ha! Der war. Der kann gefährlich werden, der Ball. Nee, auf dem Haptisch. Schuss wird doch nichts. Jetzt ist der Gegner am Ball. Sehr effektiv dieses Spiel. So, das kann gelb geben für Lewandowski. Für das wollen Sie der Gelb. Geht in Ordnung in meinen Augen. Kann ich dem nur zustimmen, Wolf? Das hat der Schiedsrichter genau richtig bewertet. Zu Beldi, ja? Ist das das Tor? Boah! Holt sich den Ball und das war wichtig. Ja, wäre Tor Nummer 2 gewesen in dieser Partie. Doppelpack verhindert. Gute Aktion. Also, er geht in den Strafraum. Ah, das hätte gefährlich werden können. Ter Stegen! Stark gemacht. Und Merino war das mit dem Düster. Noch eine Ecke. Erstmal keine Gefahr mehr. Gut Tisch. Gelöst. Jetzt habe ich dich. Er lässt seinen Gegenspieler stehen. Der auch nicht. Holt sich den Ball zurück. Die Chance jetzt vielleicht zum Konter. Ja, aber er lässt sich da etwas zu viel Zeit. Zu Belia. Wäre die Konterchance gewesen, aber sie verlieren den Ball. Muniain mit Tempo. La Liga Santander Spiel an für den FC Barcelona. Dann geht es auswärts gegen den FC Valencia. Ja, schade. Und da dürfte uns doch einiges geboten werden. Problemlos hier von Ter Stegen, da muss er aber auch hin. Ja, der Ball war nämlich abgefälscht von einem von unseren Leuten. Er passt gut auf und hat den Ball. Schön zu hören, die Barca-Fans glauben weiter an den Ausgang. Ah! Über Dembélé. Lewandowski mit der Chance. Und das war Kepa. 73. Immer noch die Führung für uns. Wir müssen ein bisschen aus der Krise raus. Kunde, 2-2. Wieder sind wir drin. Das ist nochmal die Wiederholung dieses Treffers. Erst der Eckball und dann kommt der Kopfball technisch wunderbar. Scheiße. Da gibt es gar nichts zu halten. Damit den Ballbesitz, alles sehr ausgeglichen und das spiegelt sich natürlich auch im Resultat wieder bisher unentschieden. So, die letzten 15 Minuten jetzt. Ah, Mann! Und jetzt haben sie den Ball. Vivian. Grimaldo mit dem. Kurzer Blick auf die nächste Partie für Bilbao. Wir kriegen es aber jetzt gerade. Gegen Real Madrid im nächsten Spiel in der spanischen Liga, der La Liga Santander. Und da sollten sie mehr oder weniger leichtes Spiel haben. Immer noch steht sie jetzt 2-2. Kurz vor dem Ende. Wollen wir kurz aufs nächste Spiel blicken? Der nächste Gegner des FC Barcelona heißt FC Valencia. Und da sollten sie wieder so beherzt auftreten wie heute. Dann schauen wir mal, ob sie was Zählbares mitnehmen können. Zum Kotzen gerade. Abgepfiffen, Foul vom FC Barcelona. Wechsel bei Barcelona. Williams mit der Chance. Sie blocken den Ball ab, aber Szene geht weiter. Und Tor! Das war's vielleicht schon in dieser Partie. Kein Abseits! Was für ein wichtiges Tor. Iñaki Williams, 2-3, der Torschütze Williams. Nach dieser Freistoßvariante, der Schock in Barcelona.
Ball geht präzise ins kurze Eck. Genau das. Der erste war abgeprallt. Oder Munir, mach das Ding wieder scharf. Auch wenn es natürlich die Torwart-Ecke ist. Der knallt den einfach um Ball aus ins Eck. Spiel komplett gedreht. Jetzt muss es passieren. Jetzt darf nichts mehr eigentlich passieren. Hoffe ich zumindest, dass nichts weiter passiert. Oh, Katze. Ja. So. Jetzt wechseln wir mal eben durch ein bisschen, um einfach mal noch die paar Spieler da fit zu kriegen. 5 Minuten vielleicht noch. Sechsunddreißigstes Saisontor. Jetzt wechseln wir einfach mal durch. So, nächster Gegner ist Real. Im Heimspiel. Schiri pfeift ab. Der neue Spielstand lautet hier also 3:2. Lewandowski. 2 Minuten Nachspielzeit sind angezeigt. Da Silva, vielleicht. Die Abwehr findet einfach kein Mittel. Da Silva! Da zeigt er sein Können. Und das Ding verhindert. Final die Entscheidung. Das Spiel ist ja! Das war's. Und für die Gäste ist es hier ein Sieg geworden. So, wenn Real heute verliert. Offensiv kaum zu stoppen, haben den erfolgreichsten Angriff, die meisten Tore. Und heute haben. Wenn Real verliert, sind wir Meister. Sehr zielstrebig, sicher im Abschluss. Sie wissen momentan zumindest einfach, wie es geht. Da kann doch nicht mal die beste Abwehr gegenbestehen. So, 2:3 der Endstand. Das Spiel. Nach dieser 1:0 für Barcelona komplett gedreht. Ah, Moment, jetzt knapp. Ja, verdienter Auswärtssieg, definitiv. Wir hatten mehr vom Spiel. Muss man so einfach sehen. So, jetzt gucken wir mal gerade kurz, weil der nächste Gegner ist. Real, wie gesagt, verliert Real sein Spiel? Die gewinnen Spiel überhaupt. Oh, bei Athletic. Nee, das sind wir. Das ist unser nächstes Spiel. Die spielen gegen Osasuna. Wenn die gegen Osasuna zu Hause verlieren, dann ist es egal, was Atletico macht. Die nämlich gleichzeitig gegen Rayo Vallecano spielen. Wenn Real verliert, sind wir Meister, weil dann haben wir 20 Punkte bei 6 ausstehenden Spielen. Das Thema ist durch. Ansonsten machen wir es hoffentlich im nächsten Spiel. Gut, ich würde sagen, wir sind raus. Wir sehen uns wieder morgen um 14 Uhr, wenn ich es richtig im Kopf habe. Ja, wie immer, natürlich, klar. Bis dahin. Tschüss.